Ich zeige dir heute zwei geniale Tools, die seit Logic 10.8 neu dabei sind und die dir bei deiner Musikproduktion in Logic massiv weiterhelfen können. Sie haben die sperrigen Namen Verschiebewerkzeug und Rotationswerkzeug. Auf Englisch Slip Tool und Rotation Tool. Ich werde im Folgenden die englischen Begriffe verwenden, weil die einfach besser von der Zunge gehen. Die beiden Tools findest du in der Werkzeugleiste hier oben, und zwar sind sie hier neu dazugekommen seit 10.8 vor ein paar Monaten. Den Hauptvorteil, den diese beiden Werkzeuge bieten, ist, dass du Audiomaterial und auch MIDI-Material innerhalb einer Region verschieben kannst, ohne die Region selber bewegen zu müssen. Fangen wir mal an mit dem Verschiebebahnhof hier, Verschiebewerkzeug, also mit dem Slip-Tool. Ich nehme mal hier diese Audioregion und fange jetzt an, hier zu schieben. Du siehst, er gibt uns immer einen Indikator, wo der tatsächliche Anfang ist. Und ich kann diese Region jetzt, beziehungsweise den Inhalt, eben nicht die Region hier hin und her schieben. Beim Verschieben ist es jetzt so, dass ich einfach immer weiter schiebe und irgendwann habe ich dann Stille, wenn ich hier dieses Audiomaterial hier nach hinten oder eben entsprechend nach vorne geschoben habe. Ja, wir hören uns mal hier dieses ganze Riff an von der Gitarre. Das klingt zunächst mal so. Wenn du jetzt hier kreativ arbeiten möchtest, und da siehst du jetzt auch gleich, wie schnell das hier gehen kann, dann kann ich hier einfach die Region verschieben und dann wäre jetzt das hier der Anfang. Oder ich kann einfach nur diese zwei Schlenker hier nehmen, wenn ich die möchte. Und so weiter. Du siehst also schon, wohin die Reise gehen kann. Das ist wirklich super cool und du musst ja auch nicht in den Regionen rumschneiden oder so weiter, sondern du kannst blitzschnell hier damit arbeiten. Das gleiche gilt natürlich auch für MIDI-Regionen. Ich kann hier also auch die MIDI-Region verschieben. Nein, eben nicht die Region. Ich sage immer Region, eben nicht den Inhalt der Region. Hin und her verschieben und ich habe hier dann jeweils immer Stille, je nachdem, wie ich verschiebe. Beim Rotationswerkzeug ist die Sache etwas anders und vor allem etwas spannender. Du verschiebst hier nicht, sondern du rotierst. Das kannst du dir wie so eine Rolle vorstellen. Und wenn ich jetzt hier anfange zu verschieben, siehst du, dass keine Stille kommt, sondern ich verschiebe den Inhalt der Region einfach immer weiter im Kreis herum sozusagen. Das gleiche gilt hier, siehst du? Ich schiebe das jetzt also hier im Kreis herum und auch da hast du meines Erachtens mit diesem Tool wesentlich mehr Werkzeuge kreativ im Arrangement für ein Instrument zu arbeiten. Und das schauen wir uns jetzt bei einem bisschen größeren Projekt an. Hören wir mal das Beispiel hier rein. Und nehmen wir mal an, ich möchte jetzt hier mit der Bassfigur ein kleines bisschen arbeiten. Was auch ganz cool ist, ist, wenn du hier diese Slip- und Rotation-Tools in Verbindung mit dem Einrastmodus verwendest. Und zwar benutze ich hier nicht Intelligenz, sondern einen Rasterwert. So ist es ein bisschen einfacher, dass ich weiß, dass er zumindest logisch einrastet und nicht irgendwo zwischen dem Beat und dass nachher alles schief und krumm ist. Ja, und was du jetzt machen kannst hier, ich mache mal hier größer, ist, dass du den Bass hier, wir klicken mal hier drauf und dass wir sehen, was passiert, dass du den hier einen Raster zum Beispiel nach hinten schieben kannst. Zum Beispiel so. Oder noch ein bisschen weiter. Wir können es natürlich nicht nur nach hinten schieben, wir können die ganze Sache auch nach vorne verschieben. Probieren wir das mal. Und du siehst, dass er dann immer hier hinten wieder am Ende, ich will auf dem Monitor zeigen, den siehst du gar nicht, dass du hinten am Ende, dass er dann wieder die anderen Sachen oder die anderen Regionsinhalte nachzieht. Ah ne, es war das Original. Jetzt gehen wir mal hier zwei Raster vor. Also super cool, um extrem schnell ein bisschen rumzuprobieren, ob eine andere Figur von so einem Instrument vielleicht besser, vielleicht cooler klingen würde, ohne dass du da in der Region rumschnippeln musst. Also das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Wir können das natürlich jetzt nicht nur an einem Bass probieren, wir probieren es als nächstes einfach mal an einem Beat. Da habe ich den hier unten, der klingt zunächst mal so. Gut. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte den zunächst mal teilen und dann die einzelnen geteilten Regionen untereinander verschieben, um einen neuen Beat zu bekommen. Vielleicht verkürzen wir den auch ein bisschen lang hier. Genau. Und ich verwende jetzt hier diesen Trick an, den du mit der Schere machen kannst. Ich wähle mir hier mal eine Schere aus, um Regionen gleichmäßig geteilte schnell zu teilen.
setze ich hier die Schere an, während ich die Option-Taste gedrückt halte. Und dann siehst du mir, dass er mir das hier in gleichmäßige Teile schneidet. Was jetzt der Clou ist am Rotationswerkzeug, mach das mit dem Rotationswerkzeug, nicht mit dem Verschiebewerkzeug. Sonst verschiebst du einfach nur, oder kriegst du einfach immer nur Stille, wenn du hin und her verschiebst. Also ich nehme hier Rotation. Und jetzt kannst du natürlich nicht diese große Region hier oder den Inhalt der großen Regionen verschieben, sondern den Inhalt dieser kleinen Region siehst du hier verschieben und kannst dir da sofort einen neuen Groove kreieren. Ich mache das jetzt hier völlig frei. Ja, ich weiß jetzt nicht, was dabei rauskommt am Ende. Und nochmal, bedenke dabei, gerade wenn du hier mit Beats arbeitest, ist es wichtig, dass du mit Rasterwerten arbeitest, sonst verschiebst du irgendwo zwischen Raster und dann kommt Quark raus. So, hoffen wir, jetzt kam kein Quark raus und der Beat klingt jetzt so. Ich kann jetzt in Echtzeit natürlich auch noch manipulieren. Also super hilfreich und super schnell einsatzbereit, diese beiden neuen Tools hier. Apropos super hilfreich und schnell einsatzbereit, falls du neu bei Logic bist, vielleicht von einer anderen DAW umgestiegen bist oder dich noch nicht so gut auskennst mit Logic, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, so ähnlich wie diese hier, die du schnell umsetzen kannst. Da zeige ich dir, wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv beschleunigen kannst und wie du Logic für dich und deine Arbeitsweise anpassen kannst. Also Logic Workflow Checkliste ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir das runterladen. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Hast du mit dem Rotation Tool oder mit dem Slip Tool schon gearbeitet? Hast du damit kreativ gearbeitet oder hast du es auch eine ganze Weile, monatelang sogar liegen lassen, weil du nicht so richtig gewusst hast, was du eigentlich damit anfangen sollst? Schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare. Falls du weitere Logic Tutorials sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist hier. Da sind, glaube ich, jetzt weit über 150 Logic Tutorials auf Deutsch schon von mir drin. Da kannst du dich richtig austoben. Wie immer bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Würde mich riesig über ein Abo freuen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.